Hallo Leute, ich begrüße euch wieder zu einem neuen Angelfilm. Ich befinde mich heute hier in Plettenberg an der Lenne, dem wohl sauerländischen aller Flüsse. Wir haben gerade Karfreitag heute und die Bachforellen sind gerade aufgegangen. Von denen wollen wir ein paar fangen. Seid dabei und ich wünsche viel Vergnügen mit dem Film. Obwohl sich die Lenne hier quasi mitten durch die Stadt schlängelt, ist das hier doch ein reines Wildgewässer und liegt auch sehr idyllisch im Grün. Ja, hier befinde ich mich an der Bredebrücke. Ich will es mal hier versuchen, mit dieser Rausche. Im Wasser bildet sich schon der flutende Hahnenfuß aus. Und hier an der Bredebrücke ist die Lenne gut und gerne 30, 40 Meter breit. Ja, ich probiere es zuerst mal mit dem kleinen Maps im Bachforellen-Design, den Aglia 2. Und naja, gut, probieren wir es einfach. Ja, wir haben Temperaturen von 3,5, 4 Grad. Ich nehme an, dass die Forellen noch ziemlich träge sind. Den Maps, den lässt sich nicht so langsam führen. Ich tue einfach jetzt einmal einen Rapala Bachforellen Wobbler dran. Vielleicht gelingt es damit. Ja, hier die erste Bachforelle. Die ist zwar gerade maßig, aber ich werde sie wieder reinschmeißen. So, jetzt sind wir hier unten in der Höhe des Albert-Schweitzer-Gymnasiums oder der Geschwister-Scholz-Realschule. Hier ist die Lenne ein wenig gestaut und die ist sozusagen die Friedfischdecke der Lenne. Ich habe ganz einfach mal eine Angel auf Grund gelegt, geht ja auch mal. Hier ist die Lenne ganz ruhig und fließt ganz gemächlich hin. Hier da unten etwas unterhalb ist ein Wehr und die Lenne wird hier etwas gestaut. Ja, was hier an der Lenne auch noch gut wächst, wir kennen es, ein lecker Kraut, heißt Bärlauch. Sehr gut. Ja, kann man hier mal abpflücken. So, den kann man auch roh essen. Na gut, knoblauchig. Ja, da hat eine Forelle gebissen. Wollen wir jetzt mal rausholen. So, hier sind wir gegenüber von einer Fabrik, von einem größeren Werk. Und hier ist die Lenne auch ganz tief. Mal es versuchen. Da ist wieder eine Bachforelle. So, dann wollen wir sie mal reinholen. Ja, so, ein Angeltag geht zu Ende. Wir hatten wunderschönes Wetter. Und ja, nicht nur berauschend gewesen. Die Forellen sind auch sehr träge. Aber wir haben Bisse gehabt. Wir haben auch ein paar Forellen gefangen, auch wenn die meisten untermaßig waren. Aber das geht schon. Ne? Wir sind ja Angler und keine Fischer, wir müssen unbedingt Fisch haben. So, viel Spaß mit dem Film und schaut demnächst auch wieder rein, wenn der nächste Film von mir kommt. Und wünsche ich auch viel Vergnügen und viel Spaß. Tschüss!